Peace, Leute, und herzlich willkommen bei Wissenswert. Es klingt verrückt und ist es auch. Die Rede ist von der California Alligator Farm, die von 1907 bis 1953 in Los Angeles der Öffentlichkeit zugänglich war. Aber die California Alligator Farm war kein gewöhnlicher Zoo. Die Gäste der Farm wurden ermutigt, in die Gehege der Alligatoren zu gehen und mit ihnen zu interagieren. So konnte man gemütlich im Teich der Alligatoren an einem Tisch sitzen und dabei eine Mahlzeit genießen. Vor allem für Kinder war dies eine große Attraktion. Es bestand sogar die Möglichkeit, auf einem speziellen Spezialsattel auf dem Rücken der Alligatoren zu reiten. Besonders beliebt bei den Besuchern der Alligatorfarm waren vor allem auch die Baby-Alligatoren, die stark an Eidechsen erinnern. Nach dem Jahr 1953 waren die Spiele mit den Alligatoren jedoch vorbei. Die Alligator Farm zog nach Florida, wo sie bis heute besteht und über die größte Sammlung von Alligatoren und Krokodilen weltweit verfügt. Und hättet ihr die Farm gerne mal besucht und mit den Alligatoren interagiert, oder findet ihr das Ganze dann doch etwas zu wahnsinnig? Schreibt uns das in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und abonniert natürlich Wissenswert. Bis zum nächsten Mal. Peace out.